Das sind sie, die offiziellen Firefighter Friends, eine Initiative des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz der PD Osnabrück. 9 Jugendliche mit Migrationshintergrund, die nach einer Feuerwehrschulung ausländischen Mitbürgern im Landkreis Osnabrück die freiwillige Feuerwehr erklären und näher bringen. Denn in vielen Ländern gibt es nur die staatliche Berufsfeuerwehr. Ehrenamtliche Helfer sind für viele neu. Da müssen wir einfach diesen Schalter im Kopf der Eltern und auch der Jugendlichen ein bisschen kippen können und denen halt klar machen, das ist ein Ehrenamt, da kann man hingehen. Das ist nicht einfach, dass man hingeht, wenn es brennt, sondern es ist halt auch einfach das, was außerhalb davon ist. Diese ganze Kameradschaft, die ganzen geselligen Abende, die ganzen Feiern und so weiter, dass man da sich auch mit integrieren kann, dass man da auch mitmachen kann. Und unsere Hauptaufgabe wird halt dabei sein, das den Leuten zu vermitteln. Dadurch werden sie auch zeigen, auch das Signal geben, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft sind. Ehrenamtliche Tätigkeiten also bestätigen diese gemeinsame Ziele zu erreichen. Daher finde ich sehr gut, dass auch türkischstämmige Jugendliche ehrenamtlich sich für Feuerwehr engagieren. Die jugendlichen Botschafter machen nun in ihrer Community Werbung für die freiwillige Feuerwehr im Land. Denn eines ist klar. Völlig unabhängig davon, an was man glaubt, woher man kommt, welche Sprache man mal gesprochen hat oder wo die Wurzeln sind, das alles spielt keine Rolle, weil es darauf ankommt, dass man als Team, als Kameradschaft zusammenhält, um das zu tun, wofür man da ist, nämlich Sicherheit zu gewährleisten für die Menschen in Niedersachsen. Die neuen Firefighter Friends freuen sich darauf, nun endlich loszulegen. Für mehr Menschen aus anderen Kulturen und eine grenzenlose Kameradschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr und darüber hinaus.